Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir war ein langer Tag, aber ein gelungener Tag. Ich habe heute 6 Sorten von den Plätzchen gebacken. Schaut, wie die Teller sieht toll aus. Schön bunt. Und das wird gemacht mit einem Grundteig und dann zu einem Teil wird immer irgendwas Kleinigkeit dazugefügt. Und dadurch können wir 6 Sorten von den Plätzchen backen. Und wenn ihr natürlich Interesse habt, wie mache ich es, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Und ich möchte mich gerne ganz herzlich bedanken bei meinen treuen Mitgliedern. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Zuerst machen wir ein Grundteig. Ich habe jetzt hier 1 Kilo Mehl durchgesiebt, gebe dazu noch Puderzucker. Puderzucker finde ich hier wird besser als Zucker, weil es so schön fein ist, werden wir auch durchsieben. Alle Zutaten zu diesem Rezept stehen unten in die Beschreibung, liebe Freunde. Schaut mal danach. So, das haben wir. Jetzt noch Prise Salz, so ungefähr. Vermischen wir jetzt Mehl und Puderzucker zusammen und machen wir in die Mitte so eine Mulde. Geben wir da 3 Eier. In meinem Fall, das sind die M-Eier. Und Puderzucker habe ich 300 Gramm genommen. Dann jetzt von Vanillepaste, so ungefähr 2 Teelöffel. So, 1 und 2. Und natürlich Butter. In meinem Fall habe ich heute Butter halb gemacht mit Sanella. Und ich glaube, ihr wisst warum. Weil unsere Preise werden langsam unglaublich. Aber ich kenne von früher, es wurde auch sehr viel mit Margarine gebacken. Deswegen, wenn wir jetzt auch halb machen, mischen, wird es auch schmecken. Und jetzt herstellen wir ein Teig. So, es ist ein schöner Teig wird. Gebe erstmal Mehl auf den Tisch und hole den Teig raus. Das ganze Menge von dem Teig, meistens 2 bis über 2 Kilo. So machen wir unseren Teig jetzt ein bisschen so zusammen, dass wir ihn besser in die Folie einwickeln oder in einen Beutel machen können. Der Teig wirklich ist weich, aber es ist auch Absicht, weil danach wollen wir 6 unterschiedliche Plätzchen machen und dafür wird es noch was dazu gegeben für jede Sorte von den Plätzchen. Ich nehme so einen großen 6 Liter Beutel und gebe meinen Teig da rein und stehle für 1 Stunde in den Kühlschrank. Und dann sehen wir uns wieder. So, nach 1 Stunde holen wir unseren Teig auf den Kühlschrank und wiegen wir. Und in meinem Fall 2134 Gramm. Wenn wir dann auf 6 Teile aufteilen und dann wird es ungefähr 350, 360 Gramm jeweils. So, jetzt werden wir uns dann gleich das erste Stück abmachen. So, ich nehme den Teller von der Butter und wiege mir jetzt hier 360 Gramm Teig. So, 357 plus minus 1-2 Gramm ist nicht zu wild. Der erste Rezept ist Linzerplätzchen und dafür gebe ich noch 60 Gramm gemahlene Mandel und ein Eigelb und werde das gut alles verkneten. So, jetzt gebe ich ganz bisschen Mehl auf den Tisch und nun knete ganz bisschen durch. Braucht man nur Hand bemehlen, dass die Eigelb sich gut überall verteilt. Den Tisch nur anpudern. So, jetzt haben wir richtig schönen glatten Teig.
Den müssen wir unbedingt in Folie einwickeln, dass es uns nicht antrocknet. Und im Kühlschrank für mindestens eine Stunde wegstellen. Die zweite Rezept ist Schwarz-Weiß-Gebäck. Habe 360 Gramm Teig abgewogen und werde jetzt 180, sozusagen die Hälfte, wegnehmen, dass wir ein weiß und schwarzes Gebäck haben. So, das weiß und das ist schwarz. Für den weißen gebe ich nur ein Esslöffel Mehl dazu. Und knete es rein. Werden ihn genauso auch in die Folie einwickeln, dass er nicht antrocknet. Für den schwarzen geben wir jetzt 2 Esslöffel Kakao, Backkakao und ungefähr 1 Esslöffel Milch. Und werden wir das auch richtig schön verkneten. Zum Schluss für bessere Kneten ein bisschen Mehl nehmen oder auf den Tisch oder auf den Teller, dass wir besser verkneten können. So, den schwarzen Teig haben wir jetzt auch fertig und rollen wir ihn auch in die Folie rein und geht genauso in den Kühlschrank für eine Stunde. Für die dritte Sorte von Plätzchen mache ich Haselnusskipfel, nehmen wir 350 Gramm und kneten da rein ein Eigelb und 60 Gramm Haselnüsse gemahlen. So, zum besseren Kneten auf den Tisch geben und bei jedem Teig nehme ich ganz bisschen Mehl zum Kneten, dass er alles so nicht so klebt. Auch in die Folie wickeln und für eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Für die vierte machen wir Engelsauge. Nehmen wir auch. Geben wir dazu wieder ein Eigelb und ein so ein gehäufter Esslöffel Speisestärke. Und kneten wir es alles rein. Wieder kurz auf den Tisch. Durchkneten und in die Folie und in den Kühlschrank für eine Stunde wegstellen. So, den restlichen Teig teile ich auf 2 Teile und zu einem gebe ich nun gemahlene Mandel, 50 Gramm, und werde das verkneten für Florentinenplätzchen. Und auch in die Folie wickeln. Auch für eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Und zu dem letzten Teil kommt Lebkuchengewürz. Ein Teelöffel. Erstmal knete ich in den restlichen Teig. Bisschen Mehl und knete es durch, dass die Gewürze überall verteilt wird. Danach teilen wir ihn auf 2 Teile. Hinein kommt noch ein bisschen Mehl, so ungefähr 1 Esslöffel. Da kneten wir es rein. Das ist jetzt für den hellen Teil. Mache ich auch in den Folie rein. Und in den zweiten Teil geben wir 1 Esslöffel Kakao. Und kneten das auch schön rein. Kann man ein paar Tropfen Milch dazu geben, aber nicht viel. Der Teig ist aber weich, es wird sich auch sehr gut reinkneten, auch ohne Milch. So, noch mal kurz auf dem Tisch, dass er sich alles besser verteilt. Auch in die Folie rein, in den Kühlschrank. So, wir haben unseren Teig jetzt verteilt und lassen wir jetzt für eine Stunde in den Kühlschrank ruhen. So, eine Stunde rum und wir können jetzt anfangen. Ich fange erstmal an mit dem schwarzen, weißen Gebäck.
weil ich rolle das erstmal auseinander, rolle dann beide zu einer Rolle und stelle noch für 20-30 Minuten in den Kühlschrank, dann kann man es sauber schneiden. Werden wir erstmal hellen Teig ausrollen. So, ungefähr so. Lege erstmal an die Seite und rolle auch den dunklen aus. Ungefähr so gleiche Größe müssen wir dann ausrollen. So, das haben wir. Und jetzt werden wir unseren hellen Teig mit dem Eiweiß bestreichen. Wie ihr gemerkt habt, ich habe dreimal jeweils ein Eigelb verwendet und Eiweiß habe ich mir in eine Schale gesammelt. Und kann zum Beispiel morgen vielleicht Kokosmakronen machen oder Haselnussmakronen machen. Das ist egal, das kann man schnell verwenden. Und wenn man nicht mal backen will, dann kann man einfach wie in Omelette machen. Haben wir es bestreicht, geben wir dann den schwarzen Teig drauf und versuchen wir ihn so aufteilen. Dann nehme ich dieses Folie, was ich davor genutzt habe, lege die beide so übereinander, mache meinen Teig da drauf, bestreiche jetzt noch den schwarzen Teig, auch mit Eiweiß. Und dann rollen wir es zu einer Rolle. Mit Hilfe der Folie kann man dann schönes aufrollen. So, das haben wir. Und jetzt legen wir diese Rolle für 20-30 Minuten nochmal in den Kühlschrank. So, unser schwarz-weiß Gebäck dran. Jetzt können wir es schön schneiden. Erstmal die Ende ab. Und so schön sehen die aus. Ungefähr so 5-6 mm hoch. Und legen wir auf den Blech und backen wir die aus. Ungefähr so 10-12 Minuten. Schaut ihr, was für so ein schöner, sauberer Schnitt haben wir jetzt. Es lohnt sich schon ein bisschen Zeit nehmen. Schwarz-Weiß-Gebäck habe ich 15 Minuten gehalten im Backofen. 12 Minuten hat es nicht gereicht. Und jetzt machen wir Haselnusskipfel. Nehmen wir Teig raus und werden wir dann Gipfel zubereiten. Erstmal teile ich auf zwei Teile und rolle zu einer Rolle. So, dann schneiden wir ungefähr 1 cm und können wir auch sogar eine vorrollen, wie sieht unser Gipfel aus und wie groß möchtet ihr es haben. So, es sieht doch perfekt aus. 1 cm voll ausreichend. Und setzen wir auf den Blech. Und so machen wir die alle erstmal fertig. So, Haselnusskipfel sind fertig. 42 Stück habe ich bekommen. Und jetzt stelle ich die in den Backofen ungefähr für 10-12 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Nach 12 Minuten hole ich meine Haselnusskipfel raus. Die sollen auch so hell bleiben. Die sind aber alle schön durch. Wenn die Gipfel schon abgekühlt sind, können wir Ende in Schokolade tauchen und abtropfen lassen. Oder bestreut man einfach mit Puderzucker. Und jetzt bereiten wir Linzerplätzchen, Linzerstern. Dafür teilen wir auch ungefähr in zwei Teile und werden wir ausrollen und die Sterne ausdrucken. Rollen wir dünn aus, weil das sind die doppelten Plätzchen. Und stechen wir erstmal die Sterne aus. Wir müssen so machen, dass wir immer Pärchen haben. Eine ganze und eine mit Loch. Und brennen wir die auch auf den Blech. So machen wir es mal weiter. Und dann backen wir unsere Plätzchen
auch bei 180 Grad ungefähr zwischen 8 und 10 Minuten. Von Linseplätzchen, die welche mit dem Loch in die Mitte, werden wir schon mit Puderzucker bestreuen. Danach haben wir einen schönen, sauberen Blick auf unsere Plätzchen. Dann wird das Marmelade nicht mit dem Puderzucker bestreut. Leider habe ich vergessen, die Kamera anzumachen und nur zum Schluss kurz die angemacht und nicht gezeigt euch, wie ich den Marmelade warm gemacht habe, Aprikosenmarmelade, und auf die andere Hälfte von den Plätzchen drauf gemacht und diese mit dem Loch drauf gesetzt. Die nächste machen wir jetzt in den Sauger. Teilen wir wieder auf zwei Teile, rollen wir zu so einer Wurst. Die sollen auch nicht so groß sein. Und dann schneiden wir auf so ein 1 cm ungefähr. Rollen wir zu Kugel, so, und legen wir auf den Blech. Danach einfach mit dem Holzlöffelstiel in Mehl bemehlen und in die Mitte so ein Vertieferung machen. Zur Kugel drauflegen und mit dem Stiel unbedingt bemehlen. So, Vertieferung machen. Und danach auch ungefähr 10-12 Minuten ausbacken lassen. Na, was ist mit meinen heute Engelsaugen passiert, weiß ich nicht. Sind die irgendwie nicht so richtig geworden. Ob ich das schlecht rund gedreht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, jetzt werde ich die gleich warm mit Puderzucker bestreuen. Und wenn die dann abkühlen, in die Mitte, wenn das möglich ist, Marmelade setzen. Marmelade lieber dann erstmal erwärmen. So, jetzt machen wir auch die Plätzchen fertig. Die Gelee habe ich jetzt warm gemacht und gebe ich in die Mitte. Naja, sehen die doch nicht so schlimm aus. Und kann mal die alle jetzt fertigstellen. Als nächstes sind unsere Lebkuchenplätzchen und ich habe die schwarz-weiß gemacht. Und möchte gerne die ausstechen aus unterschiedlichen so Farben, hell und weiß, und danach zusammensetzen. Erstmal ausrollen. So, und dann mache ich ein paar große schwarze und danach ein paar kleine. Und setzen wir dann auf den Blech. Ich backe auch auf so ein Gitter, das funktioniert auch. Wenn das Blech jetzt gerade im Backofen, dann kann ich mich vorbereiten und hier drauflegen. Und so machen wir auch aus dem hellen Teig. Können wir auch so eine kleine Kugel machen. Und in die Mitte wird dann heller. Können auch so ein paar Blumen machen. Nehmen wir dann 5 und drücken wir die zusammen. Dann geht es auf den Blech. Auch andersrum. 5 helle Kugeln und ein dunkler. So, unsere Gebäck jetzt hier abgekühlt und wir können jetzt ihn zusammensetzen. In die Mitte ein bisschen Marmelade und dann helle drauf. Und auf die helle, dann die dunkle. Und danach brauchen wir nur ein bisschen Puderzucker oben drauf geben. Wie Terrassenplätzchen sehen die dann aus. Nur mit dem Lebkuchengeschmack. Und jetzt noch ein bisschen mit Puderzucker. So, und diese Plätzchen sind auch schon komplett fertig. So, und jetzt die letzten Plätzchen, das sind die Florentiner-Plätzchen. Wir rollen erstmal unseren Teig aus und drücken wir Kreisel
aus dem Teig und dann bereiten wir die Florentinermasse und setzen wir auf unsere Kreisel drauf. So, und dann drücken wir jetzt die Kreisel aus. Und Kreisel setzen wir jetzt auf den Blech. Und jetzt werden wir noch zubereiten diese Florentinermasse. Ich habe genommen 50 Gramm Butter, 50 Milliliter Schlagsahne oder flüssige Sahne, 50 Gramm Zucker und werden wir das alles aufwärmen, bis das flüssig wird. Danach brauchen wir nur anrühren den Mandelblättchen, nicht mehr so groß kochen. Und was kann man noch dazu geben? Das ist vielleicht noch ein Teelöffelchen Honig. Aber jetzt erstmal gehen wir ans Herd. Lassen wir Masse richtig aufkochen. Die Masse kocht und kochen wir die so ein, zwei Minuten, bis dass wir sehen, dass es ein bisschen so andickt. So, schaut ihr, die Masse hat sogar ihre Farbe gewechselt. Jetzt kann ich auch schon Herd ausmachen und die Mandelblättchen reinrühren. Weil wir werden das noch im Backofen stellen, deswegen müssen wir nicht braun kochen. Und bei Elektroherd bleibt es noch immer heiß, deswegen schaut ihr, es köchelt noch immer. Und jetzt rühre ich noch ein Teelöffel Honig. Bis das Masse heiß ist, dann wird es schnell schmelzen. So, jetzt kann man den ganzen Beutel 100 Gramm hier reinrühren. Und jetzt diese Masse werden wir verteilen auf unsere Plätzchen. So schaut ihr. So sieht das aus. Und jetzt verteilen wir die Nüsse auf unsere Plätzchen. Ich mache erstmal nicht viel und dann, wenn es übrig bleibt, verteile dann die restlichen. So sehen aus meine Plätzchen und die gehen jetzt auch bei 180 Grad ungefähr zwischen 12 und 15 Minuten backen. So, wir haben jetzt die letzte Plätzchen. Das sind die Florentiner Plätzchen und die muss man nur unten den Boden in Schokolade tauchen. Nur Boden. Die oben soll dieses schöne Muster bleiben. So sehen die dann aus. Dann sollen die alle abkühlen. Und wenn die alle abgekühlt sind, dann werde ich euch zeigen, was haben wir insgesamt gemacht und wie sehen unsere Plätzchen dann auf dem Teller aus. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig, haben wir uns 6 Sorten von Plätzchen gebacken und schaut, wie toll sieht den Teller aus. Schön bunt und mit einem Teig, Grundteig und dann ein bisschen Veränderungen kann man sowas Leckeres am einen Tag machen. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit mit eurer Familie, mit Freunden. Einfach nur genießen. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!